Jo, moin, Leflüt und heute, liebe Landratten und Rettchen, und herzlich willkommen zurück bei Star Trek Online. Diesmal ich ganz alleine ohne Dagomea, Dagome, Teshima, Wehrscharf. Es ist auch schon eine ganze Weile her, dass wir das eigentlich aufgenommen haben. Wir haben nämlich seinerzeit, glaube ich, 7 oder 8 Folgen am Stück aufgenommen. Das war alles noch im letzten Jahr. Und auch leider nicht mehr in Q's Winterwunderland, denn weder wir haben es keinen Termin gefunden, uns zu dritt dann nochmal zu treffen für eine Aufnahme. Noch habe ich es mal geschafft, in der ganzen Winter-, Weihnachts-, Neujahrs-, Stresssituation mal geschafft, alleine da was aufzunehmen. Deswegen machen wir jetzt hier ganz normal weiter. Ich habe mir jetzt einfach mal ganz kurz offscreen die Zeit genommen, um ich zeige euch das jetzt mal, die Lasse Dubai und die Charaktere hier ein bisschen einzukleiden mit dem, was wir alles gesammelt haben. Den Rest habe ich dann mal hier reingepackt in unsere Bank und einen Teil dann auch wiederum verkauft. Nur, dass ich mal so ein bisschen den Überblick behalte, was ich dann noch so jetzt im Einsatz habe. Also ganz viele neue Konsolen, die ich noch gar nicht hinzugefügt hatte. Wir haben ja auch noch andere taktische Konsolen. Ich versuche jetzt hier mit diesen Techniker so ein bisschen auf ja, so eine Art Tankkreuzer zu gehen mit starken Phasern und Torpedos. In dem Fall jetzt haben wir sogar Quantentorpedos endlich drin. Ja, so viel dazu, dass ihr einen kurzen Inventarüberblick behaltet, damit ich euch hier nicht irgendwas vorenthalte und so. So, und dann habe ich vor ein paar Tagen eine Nachricht erhalten, und zwar von Walter oder Walter 9000 mit einem Tee. Hallo Anno, darf ich dir eine Tasse Earl Grey anbieten oder ausgeben? Gerne an dieser Stelle einen herzlichen, netten Gruß an Walter. Den Tee nehme ich an mich und ja, ich würde sagen, den verschnabulieren wir mal per sofort, oder? So, zack. Achso, warte. Komplett raus aus dem Thema hier schon. Das ist schon wieder wochenlang her, dass ich das hier genau mal. So. Auf dich, Walter. Sieht aber eher aus wie so eine Pepsi-Dose gerade. Aber egal. Auf dich. Ein leckerer Earl Grey. Ich danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, dann machen wir einfach mal weiter mit der Mission. Das habe ich nämlich noch nicht angenommen. Wir haben hier nämlich noch die abgeschlossene Mission, die wir mit Teshima und Dagomea, beziehungsweise Dagome und Wehrscharf begonnen haben. Die müssen wir noch beenden. Beziehungsweise einfach nur bei der Sternenflotte melden, die Belohnung einkassieren und das war's dann. Die Belohnung in diesem Fall ist ein Offizier und ich habe mich schon entschieden. Ich denke, ich nehme einen weiteren taktischen Offizier für die Bodenmission. Wir haben ja einen Wissenschaftler, wir haben einen Techniker, ich selbst bin Techniker. Und ich denke, bei den Bodenmissionen kommt es einfach in den meisten Fällen, also bei den Diplomatenmissionen ist es jetzt egal, was man, glaube ich, ist. Aber bei diesen ganzen Kämpfen, da ist der Taktiker einfach der Bessere, finde ich. So, die Brückenoffiziere, das machen wir mal später. Jetzt nicht. Danke. Und würde ich sagen, wo wir jetzt hier gerade mal auf der Raumstation sind. Hallöchen. Gehen wir doch mal zu Admiral Quinn ins Büro. Und holen uns quasi die Mission nicht über irgendwie auf den Kommunikator tippen und hier, Admiral, sag uns mal, was jobmäßig so abgeht. Sondern das darf er uns dann jetzt mal selbst verklickern. Dumm die dumm. Ja, Q's Winterwunderland, hier bin ich vorhin gestartet. Ich habe zwar gehofft, dass wenn ich, wir hatten ja genau in dieser Winterwunderwelt seinerzeit das Let's Play beendet, dass ich da wieder reinkomme, aber die ist wohl seit dem, ich glaube, 16. Januar ist die jetzt offiziell vorbei. Deswegen bin ich hier gejoint und von hier aus dann rüber zur Bank. Den Rest habe ich, wie gesagt, über den Replikator verkauft. So, bam-badam. Diplomatie hatten wir letztens erst, da würde ich sagen, Krieg ist gut fürs Geschäft. Das hört sich nach einer Verringemission an. Krieg ist gut fürs Geschäft.
Die USS Shirkar hat mit temporären Energieausfällen zu kämpfen. Eine echte Gefahr besteht für das Schiff zwar nicht, aber an Bord befindet sich ein Wissenschaftsteam, das eine dringende Untersuchung von Anomalien in dem Gebiet durchführt. Captain Tervana und die Shirkar haben die Hilfe eines anderen Schiffes angefordert. Sehen Sie, was Sie tun können, um Ihnen zu helfen. Reisen Sie in das Kehle-System im Kehle-Sektor des Regulus-Sektorblocks und treffen Sie sich mit der USS Shirkar. So, eine neue Phasenstrahlenbank MK2, ich glaube, davon haben wir sogar eine. Und noch ein Panzeranzug. Das klingt ganz gut. Von der Uhr. Ich sollte vielleicht auch an anderen klicken. So. Und dann mogen wir uns mal auf den Weg, wa? So, hier habe ich auch nochmal ein bisschen fleißig mit dem HUD-Einstellung gespielt, dass wir jetzt hier nicht mehr so nervig zugespammt werden mit all den Namen und Umrandungen. Die sind jetzt nur noch jeweils am Rand ein bisschen sichtbar. Warum auch immer, die gehen dann weg, sobald ich jeweiligen Spieler dann sehe. Aber dann ist es zumindest ein bisschen übersichtlicher so, finde ich, oder? Wenn hier nicht 12 Milliarden Namen, Entfernungen und sonst was angezeigt werden. So, Lieutenant, setzen Sie mal Kurs in den Sektorblock. So. Ne, Transwarp brauchen wir nicht. Gut, wo müssen wir denn hin? Kehles-System im Kehles-Sektor des Regulus-Sektor-Block. Okay, das finden wir auch gar nicht noch irgendwie selbst. So, so der Regulus-Sektor-Block ist da drüben schon mal. Grob in die Richtung. Mug wird schon mal so ein bisschen auf dem Weg. Vorbei an Wolf 359, dem Mahnmal für alle Borg-Kriegsopfer. So, und dann gucken wir schon mal, ob wir hier irgendwas. Also Regulus-Sektor-Block. Wahrscheinlich wirklich, dass wir da rüber müssen. In die andere KD. Wolf 359 besuchen wir sicherlich später auch nochmal. Gibt es garantiert auch eine Mission. Alpha Centauri Sektorgrenze? Nein. Jetzt nicht, nein. Ich habe es ja geahnt, dass es kommt. So, so weit weg wollen wir gar nicht. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen übersichtlicher so, ne? Wenn ich hier nicht tausend Namen habe. Die restlichen Sternsysteme, die Systeme habe ich mir mal drin gelassen, weil ich dachte, naja, das ist noch. Dann wissen wir ungefähr, wo wir sind. Wenn wir auf ein Ziel zu fliegen. Die hätte ich sonst auch noch wegmachen können, aber dann sieht das wirklich sehr einsam aus. Aber ich denke mal, so ist das ganz okay. Von der Übersicht her. So, da sind wir ja endlich an der Regulus-Sektor-Block-Grenze. Einmal Warp rüber. So. Von hier aus findet er dann sein Ziel auch ganz alleine. Wahrscheinlich, weil wir den Sektorblock gewechselt haben, kostet es sonst immer 300 Credits. Ja. Ist jetzt ein bisschen entspanntes Fliegen an Bord unseres schönen kleinen Mirinda-Klasse-Schiffes. Der USS. Last Dubai. Na gut, Dubai kann man noch lesen. Das Last ist ein bisschen überblendet. NCC 91754. Ein schniekes kleines Schiffchen. Ich kann ja mal, während wir da jetzt hinfliegen, das ist ja immerhin noch knappe 5 Lichtjahre entfernt. Für alle Neugierigen unter euch. Ihr seid ja noch mehr im Bewandtnis, also für alle Star Trek Online Freaks, ist vielleicht schon ein falsches Wort, oder Geeks, Geeks ist ein gutes Wort, ja, die sich richtig gut auskennen. Also wir haben jetzt die duale Phaser-Strahlenbank MK2 vorne und den Quantentorpedo vorne drinne. Wir haben den
Positronendeflektorschild MK2 drinne, den verbesserten Impulsantrieb, den feldstabilisierenden Warpkern, Schildarray MK2, Phaserstrahlenbank MK2, nee, im Smaro-System wollten wir nicht. Da fliegen wir vorbei, hoffe ich. Ja. Das restliche mal sehen hier, danke. Und hier unten nehmen halt die Konsolen, die Technikkonsole, Notfall, Kraftfelder, die Wissenschaftskonsole, Strom, was, Stromigilisator MK2 und die Taktikkonsole für die Phaser, weil ich mir dachte, die Torpedos sind ja ganz gut, wenn ich eine Konsole habe, die Torpedos ist, weil ich will ja auch so eine Art Tankkreuzer später so ein bisschen hinaus. Aber Torpedos, wenn die mal ihr Ziel verfehlen, dann war es das so ein bisschen mit dem Effekt. Phaser treffen halt dann doch irgendwie nochmal häufiger, oder sie schießen halt auch häufiger. Und zum Zweiten, die Torpedos bringen halt im Einsatz gegen die Schilde weniger, wie ich finde. Weil Phaser machen, ziehen mehr Energie von den Schilden ab und Torpedos eher, um nachher die Hülle zu knacken. Von daher, ja, so. Mit Frachtschiff handeln wollen wir jetzt eigentlich nicht starten. Krieg ist gut für das Geschäft, das hört sich gut an. Gestrandete Wissenschaftler. Die Sensoren zeigen ein Schiff im System. Es ist die USS Shirka. Nachricht von der USS Shirka. Captain, die Shirka berichtet von periodischen Fehlern in der Steuerbord-Hauptenergiekopplung. Laut Captain Tevana reicht Energie für die Lebenserhaltungssysteme und gegebenenfalls für die Waffen, aber der Antrieb ist ausgefallen. Die Shirka hat ein Team von Wissenschaftlern unterstützt, das Messungen an den Anomalien in unserem System, in diesem System vorgenommen hat. Captain Tevana bittet uns, die Forscher an Bord zu lassen und ihnen zu helfen, ihre Aufgabe zu beenden. Dadurch gebe der Mannschaft der Shikare Zeit, die Reparaturarbeiten abzuschließen. So, lassen Sie die Wissenschaft an Bord und helfen Sie ihnen, ihre Scans der Anomalien in diesem Gebiet abzuschließen. Wissenschaftler an Bord beamen. So, wo haben wir denn die Shikare? Habe ich das jetzt so eingestellt, dass ich die auch nicht mehr sehe? Ah, da hier links nehmen wir uns gleich. Das muss ich vielleicht doch nochmal abändern. Jetzt sehe ich die nämlich gar nicht mehr. Da muss ich sie doppelklicken. Okay. Stelle ich mal beim nächsten Mal wieder ein. So. Unsere Scans zeigen, dass einer der Plasma-Konvertierungssensoren in den EPS-Leitungen, die zur Steuerbord Energiekopplung führen, nicht in Ordnung ist. Diese könnte das sporadische Ausfall der Shikara auslösen. Wir übermitteln diese Informationen an die Techniker der Shikara. Das müsste die Reparaturzeit verkürzen. Auszeichnung erhalten, ein hilfreicher Scan. Sehr schön. So, wo müssen denn wir jetzt eigentlich... Hoppala. Hin? Wissenschaftliche Mission. Krieges YouTubers Geschäft. Scannen Sie die Anomalien der Asteroiden im Nebel. Ah, da lang geht's. Okay. So. Schöner Asteroid hier vor uns. Warning. Ship is under attack. Captain, wir sind in einen Nebel geflogen. Okay. Es gibt hier Gaswolken, die die Nutzung des Impulsantriebs gefährlich macht. Okay. Dann bleiben wir mal auf... Runter... Warte mal. Gehen wir vielleicht auf Schutzschilde? Wie weit weg sind wir denn eigentlich? Raiderjäger, okay. So ein Gegner scheint es ja auch noch zu geben.
So ist es jetzt auf dieser Seite vom Asteroid. Ich guck mal gerade. Irgendwie habe ich, glaube ich, jetzt doch zu viel deaktiviert bei diesem HUD. Andere Spieler, feindliche Spieler, freundlich Gesinnte. So. Namen scheinbar immer. So, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Sind wir jetzt hier hinten irgendwo die Schikane? Nee. Ja gut, das stelle ich dann halt nochmal separat irgendwann ein. Ich würde jetzt aber ganz gerne hier irgendwie Schaden scheinbar nicht wirklich zu nehmen. Okay. Anomalie gescannt. Jetzt ein Unterschied, ob wir doch irgendwie die Energie voll auf den Impulsantrieb setzen, weil Schaden nehmen tun wir hier nicht wirklich. Oder wenn, dann wird er so schnell repariert. Ach, da hinten müssen wir hin. Okay, oh Gott, das ist so weit weg. Wahrscheinlich dieser Klumpen da. Ist das hier nicht noch so ein... Das ist auch noch einen kurzfristigen Kick. Dass wir hier nicht so ewig nur durch die Gegend gondeln. Das ist jetzt so eine Antriebsbatterie, Waffenbatterie, Schildbatterie, okay. Notenergie für Schutzschilde. Schildfrequenz wechseln, ja, okay. Ah, jetzt kommen wir auch wieder vollen Impuls. Schauen wir immer nur in der Nähe von diesen Asteroiden, wo sich der Impulsantrieb dann stark verlangsamt. Ich frage mich nur gerade, wo dieser Rider hin ist. Warning. Ship is under attack. Ja, Ship is under attack. Einen Raider hier würde ich ganz gerne irgendwie abfangen, aber ich glaube, der ist zu schnell für uns. Fliegen wir mal lieber zur Anomalie, dann haben wir die hinter uns. Einen Raider kriegen wir dann auch noch irgendwie. Ich vermute mal, der Raider ist bei der letzten. Schaut ganz gut aus. Müssen wir den wahrscheinlich irgendwie hinterher, nicht, dass sie uns hier irgendwas wegschnappt. Der böse Raider. Zu wem auch immer du gehörst. Klingon? Gorn? Irgendwie sowas? Das wird ganz gut passen. So. Mein Ausweichmanöver. Ich will hier schnell raus aus diesem Bereich. Auf Hyperimpulsantrieb und so. Jetzt. Der Raider. Hm. Wo du jetzt hin bist, lieber Raider. Ja, scheinbar habe ich jetzt doch wirklich zu viel abgeschaltet. Hier sind die ganzen Gegner, okay. Auf wieder. Warning. Ja, man sieht noch nicht mal mehr, wie weit man von den Gegnern weg ist. Ich stall zwar am nächsten Mal wieder um. Ich dachte, ich würde uns damit ein bisschen einen Gefallen tun, wenn ich das hier so ein bisschen authentischer mache, wenn man eigentlich nur das Weltall und die Schiffe sieht.
aber die scheint dann wohl nicht so zu sein. Kurzfristig. Den hätte ich gerne wieder. Ich würde gerne einen nach dem anderen vernichten, nicht quer durcheinander schießen. Diese Anomalie. Weil selbst wenn er uns jetzt hier verfolgt, so viel Schaden richtet er gar nicht an. Da richtet unsere Heckwaffe ja schon wesentlich mehr. So. Prozent hat er noch, 37. Dürft ihr vielleicht ganz kurz in Ruhe scannen, dann wäre ich auch zufrieden. Das Forschungsteam hat die Untersuchung beendet. Wir bitten Sie, sie bitten uns, sie zur Sternbasis 144 zu bringen. Jetzt nicht. Ich würde ganz gerne die Gegner hier noch eben ausschalten. Wie mal, wenn hier schon Gegner ist, können wir ja nochmal eben platt machen dann. Ich glaube, ich bin hier auch nicht auf Waffenenergie gegangen. Ich glaube, ich bin auf Schutzschild. Das ist wahrscheinlich jetzt eben die ganze Zeit beschützt, aber. Ich würde ganz gerne eher Platten angeben. Scheint jetzt auch schon wesentlich schneller zu gehen. Wende. Und noch vor dem Asylum. Danke sehr. Waffenbatterie haben wir bekommen, auch sehr schön. Nimm mal an, vielleicht gibt es dann für eine Freischaltung. Kommen hier immer mehr Gegner oder bin ich jetzt. Will ich mich an die EW aufhalten?
Boss erhalten. Freiboy der. So, hinter uns scheinen noch ein paar Gegner zu sein. Die machen wir noch eben platt. Und dann würde ich sagen, bringen wir die Wissenschaftler zu ihrer geliebten Station. Ach, wir können hier gar nicht Maximum Impuls gehen. Eine Zentrale können wir vielleicht auch mal rufen. Ich will nur vorher gerne alles beseitigen, was der Föderation irgendwie Unbehagen macht. So. So. Ein Jäger und einer scheint noch irgendwo zu sein. Okay. Ah. Das war wohl doch der letzte. So. Okay. Beziehungsweise können wir noch zur. Die ist hier aber gar nicht mehr drauf, ne? Die Shika. Dann hat sie es wohl erledigt. Gut, dann warpen zur Sternbasis 114. So, Freunde, hier sind wir bei Sternbasis 144. Liefern Sie die Wissenschaftler bei Sternbasis 144 ab. Fliegen wir mal in Reichweite. Das ist sehr schön hier mit diesem Gürtel, diesen antonischen Ring um diesen Planeten. So, Wissenschaftler zur Station beamen. Captain, wir sind bereit und in Sichtweite, bereit und in Sichtweite und Reichweite und alle Reichweiten der Welt. Der Sternbasis 144. Die Wissenschaftler warten im Transporterraum 1. Nach ihrem Kommando können wir sie transportieren. Oh, Commander Cleveland hat eine Kampfwunde im Gesicht. Ich bin Commander Cleveland. Ich leite die Sternbasis 114. Danke, dass Sie den Wissenschaftlern bei ihrer Untersuchung helfen. Die USS Archer wartet darauf, Sie zu Ihrem nächsten Ziel zu bringen. Wo Sie schon mal da sind, könnten Sie mir helfen? Meine Bestandsliste zeigt auf, dass 3 Container mit Chemosit aus dem Frachtraum verschwunden sind. Aus stark raffinierten Chemosit lassen sich Sprengstoffe enormer Sprengkraft herstellen. Deshalb müssen wir sie sofort finden. Unsere Mannschaft ist wegen des Kriegs mit den Klingonen unterbesetzt und ich brauche Hilfe. Schicken Sie bitte ein Außenteam zu den Frachträumen und finden Sie heraus, was passiert ist. So, ich würde sagen, dann beamen wir doch mal rüber zur Sternbasis 114. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Hummel, Hummel, Moss, Moss.